willkommen zu einem neuen Vlog von uns. Wir nehmen euch heute so ein bisschen mit. Wir haben ein Baby dabei und haben wieder so einen kleinen Auto-Vlog. Also wir sind heute relativ viel im Auto wieder unterwegs. Diese Kameraführung ist perfekt. Genau, ein Baby dabei, Kinderwagen haben wir dabei und es ist super, super schönes Wetter. Und genau, wir nehmen euch heute jetzt ein bisschen mit. Wir fahren jetzt zu einem Autohändler, weil ich brauche noch einen Teil für mein Auto, was ich vorne verloren habe, was einfach beim Kauf nicht dabei war, in der Vorbesitzung irgendwie verloren. Und genau, bei diesem Autohändler gibt es ganz, ganz viele kaputte Autos, wo du einfach irgendwelche Sachen abschrauben kannst. Dann fährst du mit den, gehst du mit den Sachen zur Kasse und bezahlst die einfach zu super Schnäppchenpreisen und das ist halt voll genial und deswegen machen wir das heute mal. Oh ja. Bei Feierabend wird immer ein Auto zerlegt. Boah, denke ich, machen die wirklich, kann ich mir vorstellen. Die ausgemisteten, die wurde echt nicht mehr gebraucht. Ich kann das nicht prügeln. Krass, ey. Hier auch ganz viele. Und jetzt Mercedes. So, wir haben immer noch kein Audi gefunden. Hier Audi, nee, hier sind nur. Das sind so richtig Aussichtsturm und zugemacht. Ja, ja. In der Scheiße, aber deswegen weiß ich nicht. Chevrolet mal ein bisschen gucken. Nee, und da hat nicht schon gesagt, gibt es keinen einzigen. Ja, aber die haben auch gesagt, da gab es auch keine T7, oder? Ja, T5. Haben wir auch nicht gefunden. Naja, aber nur eine. Der wäre schon ausgeschlachtet. Alles nur Opel. Okay. Sind die erfolgreich gewesen? Ich denke noch. Ja, ne? Hast du die kleinen Dinger mitgenommen? Was? Du hast die doch. Wo? Die A4 und so. Hallo Leute, wir sind auf dem Rückweg, wir sind einige Sachen gefunden für mein Auto und das sah echt krass aus, da ich habe euch ja ein bisschen was gefilmt, das sah so krass aus und so viele Autos, ich glaube, das kann man gar nicht alles zählen, was schätzt du, wie viele Stunden noch? Oh, gute, weiß ich nicht, 5.000, 6.000? Ja, ich glaube auch, richtig, richtig krass und wir haben nicht mal alle gesehen, wir haben nur die Audi-Reihe gesucht, das, was ich auch krass fand, die waren halt alle sortiert, immer nach den Marken sortiert, das ist echt gut. Und ja, wir haben die Audi-Reihen gesucht und dann sind wir schon wieder gegangen. Also wir haben nicht mal alle Autos angeguckt. Richtig, richtig krass. Ne? Du bist hier der Sommerboy. Ja. Wir haben, weiß ich nicht, gute 20, 24 Grad oder so. Auto sagt 19,5. Vor uns fährt ein Rennradfahrer und wir kommen nicht dran vorbei, weil der keinen Platz macht. Yeah. Aber ist egal, wir fahren gerne hinter Rennradfahrern. Außerdem sind wir gleich eher in der Bundesstraße. Die machen Sport, Leute. Guck mal, wie fit er ist. Einfach hier komplett. Wie viele Kilometer sind das? 3 Kilometer? Unser Fahrlehrer meinte immer dazu, er stellt ja seine Handelbank auch nicht auf die Straße. Weil es ja ein Sportgerät ist. Das verstehen wir schon ganz einigen gar nicht. Sieht man das Baby auch? Nein. Das Baby ist schon fit. Guck mal, wie süß. So, und wir gehen jetzt zu mir. Ich bin so süß. Schau mal. Was machen wir jetzt? Wir gehen jetzt hoch zu dir. Zeig mal. Hi, sieht man ihn? Ich weiß es nicht, ich sehe nichts. So, meine Lieben, wir gehen jetzt was essen, weil wir haben noch nichts gegessen und wir wollen jetzt gleich mit Felix Eltern und dem Hund von denen auch noch kurz weg und deswegen gehen wir jetzt schon was essen und danach können wir losdüsen mit dem Hundi weg, aber dafür müssen wir gleich erstmal noch mein Auto leer räumen, weil die Familie fährt gleich das erste Mal in meinem Auto und ich fahre. So Leute, wir sind jetzt auf dem Weg zum Döner, weil wir haben Hunger und wir haben noch nichts gegessen. Außerdem ist das hier der beste Döner auf der ganzen Welt. Oh ja, ihr müsst unbedingt mal hierher kommen essen, wir sagen euch nicht, wo er ist. Damit ihr nicht wisst, wo Felix wohnt. Stimmt,
Jetzt, hättest du nur gesagt, wie der Döner heißt und nicht, dass ich hier wohne, dann hätten wir sogar den Namen gesagt. Stimmt, egal. Na gut, auf jeden Fall, wir sind jetzt beim Döner und essen gleich. Bis gleich. Hi Leute, wir haben jetzt den Döner geholt. Oh ja. Und wir freuen uns schon. Ja. Essen jetzt ganz schnell, weil meine Eltern warten auch schon. Und dann... Wir haben 24 Grad übrigens. 24 Grad. Und dann geht's los. Oh nee. Oh, schön in die Matsche rein. Oh, schaut nicht in die Matsche. Oh. Oh, Igitt, Igitt. Ja, Dolly, geh mal rein da. Oh, guck, wie dreckig sie ist. Komm rein da. Snagge, noch einmal musst du rein. Snagge! Na, nicht da oben. Oh, Snagge. Dolly, komm her. Komm her. Super. Oh, da geht sie auch fast unter, ne? Meinst du, das waren Tiere, die das hier sozusagen gesammelt haben? Nee, das war Wasser. Was hat die denn jetzt auf einmal gehabt? Snagge, du schwimmst! Oh, du schwimmst! Ein Glatsch. Oh, wie süß! Schips, 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 schips! Hey Leute, wir sind jetzt wieder im Auto. Hi! Ihr habt ja gerade ein paar Ausschnitte. Volle Licht, ne? Ja. Ein paar Ausschnitte von unserem Ausflug gesehen. Und das war richtig cool mit der süßen Dolly, die ist so schön baden gegangen. Und jetzt fahren wir auf jeden Fall erstmal wieder nach Hause. Ich wollte gerade den Ortnamen fast sagen. Wollte ich auch gerade. Ich wundere, warum du es nicht sagst. Ja, jetzt fahren wir nach Hause.